Ja, hallöchen liebe Freunde, willkommen hier mal wieder zu einem kleinen Angry Birds Epic Info Video. Und zwar, ja, bin ich zwar gerade nicht eingeloggt, weil ich auf meinem Tablet Erfahrung farme. Es wurde die Version 1.0.12 released auf Angry Birds Epic. Ja, unter anderem gibt es da halt das Feature jetzt Level, weiß nicht, jedenfalls höher als Level 25, bin ich gerade noch einmal rausfinden. Hälfte zu Level 26 habe ich schon, ich glaube Level 26 mal Maximum, ich weiß nicht so ganz genau. Muss ich halt selber mal testen, jedenfalls meinte einer, Level 26 hat der irgendwie schon. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Unter anderem gab es auch noch jetzt den Zwang, die 1.0.12 Version zu installieren. Wer darunter die Version hat, kann einfach nicht mit dem Konto synchronisieren, soweit ich weiß. Ja, jedenfalls stand da, als ich das machen wollte, die Spielversion muss geupdatet werden. Das heißt also, es geht nicht mehr mit dem Goldmünzen farmen. Das ist natürlich sehr ärgerlich für die Leute, die es jetzt noch nicht getan haben. Für mich, die jetzt aber noch 3000 Münzen übrig haben, ist das Ganze, oder 2000, weiß ich jetzt gar nicht, die das noch übrig haben, ich kann aber ganz kurz nachgucken, ich glaube, ich habe irgendwo einen Screen gemacht. Ne, das ist hier nicht drauf. 1908 Goldmünzen habe ich noch auf dem Account. Ja, wie gesagt, wenn ich mich einloggen würde, würde wahrscheinlich der andere mein Tablet rumstreiken. Deswegen nur erstmal dieser kleine Screen hier, der eigentlich schon jeder weiß. Ja, ansonsten, die Features wurden, soweit ich weiß, noch nicht released, welche da überhaupt, oder jedenfalls steht es auf Angry Birds Nest noch nicht, die 1.0.12er Version, ärgerlich. Genau, es gibt, und zwar konnte man, oder wurde gleich beim Login angezeigt, ihr müsst jetzt zuhören, Leute, ein Sonderangebot, Google Play Summer Sale, noch 8 Tage übrig, erhalte eine kostenlose Verbesserung von Chucks Magierklasse, mehr Münzen vom, und dann wurde es abgeschnitten, Gold steht da, goldenes Glücksspiel, was steht da wahrscheinlich irgendwie, schade natürlich, dass es auf dem PC irgendwie so abgeschnitten wird. Und dann gab es, also man kann anscheinend noch eine extra Klasse für Chuck bekommen, sieht so aus zumindest. Und ja, dann gab es auch noch für die Ahnenhöhle zwei neue Höhlen. Eine größere Ahnenhöhle wartet darauf, von wahren Abenteuern erforscht zu werden. Bist du mutig genug? Und dann wurde es schon wieder abgeschnitten. Ärgerlich, aber es gibt jetzt angeblich die Version, die Höhle 6 und 7. Müssen wir auf jeden Fall mal im normalen Let's Play dann weitergucken, wie es dann weitergeht. Ich werde auf jeden Fall erstmal leveln. Ja, das ist ziemlich wichtig, die Ahnenhöhle ist einfach nur scheiße schwer. Ja, wie gesagt, kleines Infovideo, ich denke mal, das reicht aber auch. Wie gesagt, Level 25 kann man jetzt überschreiten, es funktioniert sogar immer noch. man kann leider kein Glücksspiel mehr farmen, ärgerlich, aber ich habe noch 2000 Münzen. Es gibt eine neue Klasse von Chuck und das Glücksspiel hat irgendwie so eine futuristische Sonnenbrille. Fand ich auch nicht schlecht. Werden wir auf jeden Fall auch angreifen und ja, dann halt im Let's Play, ne? Wir sehen uns dann irgendwann wieder im nächsten Part von Angry Birds Epic. Viel Spaß noch beim weiter anschauen und ja, ihr werdet ja sehen, wenn dann Version 1.0.12 da ist, werde ich das auf jeden Fall nochmal im Part sagen. Bis dahin ist noch ein bisschen vorproduziert und ihr werdet die Version 1.0.11 noch erleben. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal dann. Bei Angry Birds Epic. Ciao!